Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Captain Fantastic Box von den Fantastischen Vier. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Fantastischen Vier mit Captain Fantastic. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine recht kleine Box. Und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier einen Sticker. Limitierte Fan Edition mit 32-seitigem Hardcover-Buch, 4 Fotokarten und exklusivem Captain Fantastic Anhänger. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten hier seitlich. So. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier diese Form, darunter lesen wir Captain Fantastic und darüber die Fantastischen Vier. Sieht aus wie Weltraum, jede Menge Sterne und so Nebel zu sehen. Auf der Seite lesen wir auch nochmal die Fantastischen Vier und Captain Fantastic. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 16 Tracks müssten das sein. Barcode haben wir darüber, plus die Homepage. Und wir haben einige Features. Wir haben Features von Clueso, Flo, Mega, Tom, Gable und Damien. Okay, dann haben wir noch die Credits. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Und dann haben wir einmal so ein kleines Stoffsäckchen. Da wahrscheinlich der Anhänger drin. Dann dieses Fotobuch, oder dieses Hardcover-Buch und dann die Fotokarten. Gut, machen wir die Box mal zur Seite. Nachdem hier das Album drin sein dürfte, starten wir hier mit die Fantastischen Vier, Captain Fantastic, auch hier wieder beschriftet. Allerdings haben wir hier eine andere Rückseite als auf der Box. Und zwar haben wir hier die vier guten Herren abgebildet. Wie sie hier gerade, ja, sieht nach Sand aus, wie sie hier gerade mit dicken Jacken herunterlaufen. 16 Tracks hier sogar durchnummeriert, sehr schön. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben auch hier wieder Szenen aus dem Weltraum und hier ein Auge in der Aufnahme. Heftiges Bild. Ein weiteres Auge. Weitere Weltraumaufnahmen. Und dann haben wir hier die Tracks Wort für Wort abgetippt. Also wirklich alle Tracks hier abgedruckt zum Mitrappen, zum Nachlesen, falls man was nicht verstanden haben sollte. Schön gemacht. Ich bin generell immer Fan davon, wenn sowas im Booklet Platz findet. Dann hier nochmals die vier. Sieht echt nach Weltraum aus, oder als wären sie auf einem fremden Planeten, auf dem es auch schon Straßen gibt. Weitere Tracks, weitere Weltraumaufnahmen. Also das ist auf jeden Fall das Muster oder das Element, das sich hier quer durch das Artwork, durch das Booklet zieht. Dieser Bezug zum Universum. Jede Menge Worte, jede Menge Tracks hier. Also ihr seht, das alles ist zum Beispiel ein Track. Da gibt es echt eine Menge zu lesen. Unendlich viel Text. Dann wieder die vier Herrschaften. Weitere Texte, weitere Augen. Und zum ersten Mal, hier haben wir jetzt eine CD. Und zwar geht die hier oben raus. Schauen wir mal kurz rein. Also auch hier wieder dieses Symbol. Klassisch in Silber gehalten, die CD. Und schauen wir noch, was wir hier noch haben. Also das Ganze war hier drin. Ah, okay. Und das ist auch hier am Ende. Hier kommt nichts mehr. Also hier zum Abschluss dieses Hardcovers, dieses dicken Booklets, haben wir dann diese CD zum Herausnehmen. Keine Instrumentals, es ist wirklich eine CD
Das ist die Album-CD. Zusätzlich zu diesem vielfältigen und umfangreichen Booklet haben wir dann noch hier diese vier Fotokarten. Das würde mich nur interessieren. Die sind hier teilweise so perforiert worden, also man kann es dann auch trennen oder man lässt die vier einfach so zusammen. Also wir haben hier die vier Mitglieder der Fantastischen Vier. Also hier Michi, Beck, dann Andy Y, der der Produzent ist oder der DJ, dann Smudo und Thomas D. Rückseite blank weiß und diese vier Fotokarten hier im Hochglanz und Hochformat. Die einzelnen, wie gesagt, dann hier wahrscheinlich zu trennen. Ihr seht, hier ist es so perforiert worden. Gut, und dann haben wir noch dieses kleine Stoffsäckchen hier. Schauen wir mal hinein. Okay. Ich hätte jetzt, um ehrlich zu sein, erwartet, dass man auch hier irgendwie so ein kleines Lederband oder irgendwie eine Schnur mit dabei hat. Aber es ist tatsächlich dieser Anhänger ohne eine Halskette oder ohne eine Schnur. Bedeutet, wir haben dieses Metallstück, diesen Anhänger hier so da drinnen. Und ihr könnt dann natürlich bei dieser Öffnung euer Halsband oder eine Kette, je nachdem, was ihr da wollt, durchführen, sofern es durchpasst, und das Ganze dann um den Hals tragen. Und das kommt eben in diesem kleinen Stoffsäckchen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Anhänger eignet sich wahrscheinlich am besten für eine Halskette und der kommt in diesem Stoffsäckchen. Dann diese vier Fotoaufnahmen hier, diese Fotokarten. Und das Album an sich, das hier in diesem Hardcover-Booklet kommt. Das alles in dieser wunderbaren Box, Captain Fantastic von den Fantastischen Vier. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Fantastischen Vier unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.